Fast 4.000 US-Dollar trennen den Bitcoin noch von seiner 50.000 US-Dollar Marke. Definitiv ein Bereich, in dem wir den Bitcoin bald wieder sehen könnten und wollen. Und warum das möglicherweise bald schon soweit sein könnte, schauen wir uns im heutigen Video etwas genauer an. Des Weiteren werfen wir einen Blick auf die beliebtesten Altcoins, unter anderem beispielsweise Cardano, aber auch Ethereum, IOTA und beispielsweise Terra. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video werfen wir einen Blick nicht nur auf den Bitcoin, sondern auch auf die Altcoins. Im gestrigen Video habe ich es schon angekündigt. Wir schauen uns heute einige News und Informationen zu den Altcoins an. Gerade bei Cardano bzw. ADA gibt es eine super interessante Bewegung, die ich selbstverständlich mit euch teilen möchte. Das Video ist natürlich heute wie auch alle meine Videos mit Zeitstempeln unterteilt. Daher brauchst du dir nur die Passagen anschauen, die dich wirklich interessieren. Zu Beginn reden wir erstmal allgemein über den Kryptomarkt bzw. über die Weltwirtschaft und wie die hier einen Einfluss auf den Bitcoin haben könnte. Des Weiteren schauen wir uns dann an, ob wir möglicherweise gerade dabei sind, in eine neue Altcoin-Season zu rutschen. Und selbstverständlich schauen wir uns dann auch die jeweiligen Altcoins an und was die hier für interessante News in den letzten Tagen ans Tageslicht gebracht haben. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Lass gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen. Gerne kannst du diesen Kanal natürlich auch kostenfrei abonnieren, um täglich Krypto-News und Update-Videos von mir zu erhalten. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Wege unterstützen. Reden wir auch nicht länger um den heißen Brei, Freunde, sondern springen direkt auf die erste Folie. Bitcoin bei 46.000, Ethereum bei knapp 3.500 US-Dollar. Wir sehen hier keine großen Bewegungen in den letzten paar Tagen. Gestern Abend gab es nochmal einen kurzfristigen Preispump, der tatsächlich allerdings wieder recht schnell abverkauft wurde. Auch der Fiat Greed Index zeigt hier keine besondere Bewegung. Mit knapp 52 Punkten sind wir immer noch im neutralen Bereich. Gestern Abend gab es tatsächlich eine leicht erhöhte Volatilität hier im Kryptomarkt, im besonderen Bezug auf den Bitcoin. Des Weiteren gab es einige Analysten, die gerade gestern nochmal Stellungnahmen rausgehauen haben, die tatsächlich einen Hinweis darauf geben könnten, dass der April recht bullisch für den Bitcoin sein könnte. Bevor wir uns allerdings die Meinung von ein, zwei Analysten anschauen, werfen wir erstmal einen Blick auf die allgemeine Weltwirtschaft, die selbstverständlich einen Einfluss auf den Kryptomarkt hat. Im besonderen Bezug sprechen wir hier vor allem in den letzten Monaten des Öfteren über die Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank, der Federal Reserve oder auch teilweise der EZB, der Europäischen Zentralbank. Gerade nachdem die Zentralbanken hier angekündigt haben, ihre Geldpolitik etwas zurückzuschrauben, sahen wir ab November letzten Jahres einen stärkeren Abverkauf in den Finanzmärkten, vor allem eben auch im Kryptomarkt. Viele dieser Länder bzw. viele Zentralbanken wollen halt in Zukunft den Leitzins anheben oder tun es aktuell schon. Die US-amerikanische Zentralbank ist jetzt schon dabei, hat schon die erste Zinserhöhung hier durchgezogen. Die EZB, die Europäische Zentralbank, möchte das Ganze allerdings erst in Q3 2022 starten. Dann gibt es des Weiteren andere Zentralbanken, die tatsächlich momentan dabei sind, noch mehr billiges Geld in den Markt zu pumpen. Das macht die EZB und die Fed zwar zum aktuellen Zeitpunkt auch, allerdings versuchen sie das Ganze zumindest etwas zu reduzieren. Beispielsweise sehen wir auch aktuell in Deutschland schon wieder leicht steigende Zinsen. Der Leitzins bleibt zwar aktuell noch auf Null, aber falls ihr euch heute einen Hauskredit holen wollt, dann werdet ihr mit Sicherheit mehr Zinsen zahlen müssen, als wenn ihr euch den Kredit noch vor 6 Monaten gezogen hättet. Jedenfalls ist es momentan Fakt, dass beispielsweise in Japan tatsächlich noch mehr Geld auf den Markt geschmissen wird, als es sowieso schon getan wurde. Die Bank of Japan, kurz BOJ, hat ihre Bilanz noch weiter aufgestockt, um den Markt mit noch mehr Liquidität zu versorgen. Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Bank das größte Verhältnis zum BIP und dieser Trend nimmt weiter zu. Er liegt aktuell bei 136% des BIPs, also des Bruttoinlandproduktes. Wenn wir uns das Ganze einfach mal vergleichen mit beispielsweise der EZB oder der Fed, dann sieht man hier auf jeden Fall diese signifikanten Auswirkungen, beziehungsweise wie krass das tatsächlich ist. Übrigens EZB, in diesem Fall jetzt ECB, das hier natürlich aus dem Englischen kommt, European Central Bank. Einem Marktkommentator nach zu urteilen, ist das Ganze hier nicht nur eine Überraschung, sondern könnte das größte monetäre Experiment der Geschichte werden. Zudem sagt er noch, im Vergleich dazu sehen die EZB und die Fed wie Amateure aus. Das vermehrte Drucken des Geldes hat natürlich mehrere Auswirkungen auf den Markt. Zum einen sehen wir natürlich eine Entwertung des Geldes, denn je mehr Geld im Umlauf ist, desto weniger ist es am Ende des Tages wert. Aufgrund dessen haben wir auch die recht hohen Inflationszahlen bzw. den recht hohen Verbraucherpreisindex. Die wahre Inflation ist selbstverständlich deutlich höher. Das Problem ist, dass die Weltwirtschaft momentan schon durch diese Zentralbanken so weit aufgepumpt ist, dass sie kaum noch die Möglichkeit haben, hier tatsächlich die Zinsen zu erhöhen. Aktuelle Zinsprognosen von 2 oder 3% werden von vielen Analysten schon als Wunschvorstellung genannt, denn es ist schlichtweg ergreifend aktuell schon gar nicht mehr möglich, die Zinsen stärker anzuheben, ohne die komplette Wirtschaft tatsächlich zu crashen. Es wird tatsächlich noch extrem interessant in den nächsten Jahren. Freunde, ich kann euch nur so viel sagen, es wird auf jeden Fall ganz schön heftig und das ist auch jetzt keine Übertreibung.
Reibung. Die Weltwirtschaft steht kurz davor, sich komplett neu zu ordnen und dabei werden wahrscheinlich sehr, sehr viele leiden. Und wie ihr alle wisst, ist am Ende des Tages der größte Leidtragende natürlich die Bevölkerung und nicht die Banken. Wenn wir beispielsweise mal zurück auf 2008 schauen, damals mit der Lehman Brothers Krise, wo die Banken zusammengebrochen sind, haben am Ende des Tages die Banken am meisten davon profitiert, beziehungsweise sind am stärksten aus der Krise hervorgegangen und das wird höchstwahrscheinlich auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht anders sein. Der Ex-CEO der Kryptobörse BitMEX sagte zudem noch, es gab noch nie eine Regierung, die der Versuchung widerstanden hat, Geld zu drucken, um ihre Rechnung zu bezahlen und ihre Bürger zu besänftigen. Die Regierung wird niemals freiwillig bankrott gehen, es ist axiomatisch. Ich fordere sie auf, mir mit Beweisen zu widersprechen. Deshalb, wenn ihr Zeithorizont in den nächsten Jahren liegt, ist es Zeit. Wenn du dich mit dem Stier anlegst, bekommst du die Hörner. Denken Sie daran, es ist nicht Gold oder Bitcoin, die den Preis steigen, es ist eine Wertminderung der Fiat-Währung, in der sie bewertet werden. Womit geht er hierauf rein? Relativ logisch eigentlich nachzuvollziehen, natürlich die erhöhte Inflation bzw. die Entwertung des Geldes. Solche Sachen wie beispielsweise Gold, Silber, andere Rohstoffe oder halt auch eben Bitcoin sind in der Menge begrenzt. Dementsprechend stehen sie natürlich antikorrelativ zum Fiat-Geld. Fiat-Geld kann unendlich viel gedruckt werden, dadurch ist es im Einzelnen immer wertloser. Auf der anderen Seite haben wir halt solche Assets wie beispielsweise Bitcoin oder Gold, die natürlich nicht unendlich nach oben skaliert werden können, die nicht unendlich ausgeweitet werden können. Daher sind sie halt dementsprechend ein Hedge against Inflation, beziehungsweise hier halt ein mögliches Investment, um gegen die Inflation etwas anzugehen. Ich denke mal, das Ganze ist nichts Neues für euch. Allerdings wollte ich noch mal ganz kurz das Gedankenspiel mit reinbringen, weil es einfach eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, komplett verrückt ist. Die Zentralbanken, die hier die ganze Kohle drucken, beziehungsweise die Regierung, die am Ende des Tages mit dahinter stehen, haben selber Goldreserven in ihren Beständen, was offensichtlich zeigt, dass sie ihrer eigenen Geldpolitik, ihrer eigenen inflationären Fiat-Währung nicht trauen. Ich denke, das sagt schon alles und es zeigt uns definitiv, wie wir uns mit unserem Geld verhalten sollten. Wollten die Zentralbanken jetzt allerdings tatsächlich einen großen Zinsumschwung machen, wie wir es langsam, aber ganz langsam aktuell schon sehen, dann könnten natürlich solche Risikowerte wie beispielsweise Tech-Aktien oder auch einige Altcoins stärker abgestraft werden. Im Allgemeinen sollte man das allerdings meiner Meinung nach sowieso mit einem längeren Zeithorizont sehen. Und bevor man ein Investment tätigt, sollte man sich halt schauen, wie könnte sich das in den nächsten Monaten und vor allem auch Jahren weiterentwickeln. Daher trefft auf jeden Fall natürlich die Entscheidung für euch selber. Allerdings ist es extrem krass, wenn wir sehen, wie die weltweite Inflation bzw. die weltweite Entwertung des Geldes immer weitergeht. Während die Entwertung des Geldes auf der ganzen Welt weitergeht, steigen natürlich die Investitionen unter anderem in den Bitcoin, der hier natürlich ein guter Schutz gegen die Inflation sein soll. Gerade gestern Abend ist die Volatilität nochmal etwas weiter nach oben gestiegen, als der Bitcoin hier seinen Wochenschluss notiert hat. Tatsächlich lanciert der Bitcoin aktuell ungefähr auf demselben Preisniveau wie zu Beginn des aktuellen Jahres und hat damit auf jeden Fall schon wieder einige Negativprozente wieder gut gemacht. TechDev hatte zudem noch erst vorhin einen ersten Volatilitätsqueeze von Bitcoin hervorgehoben, der erste, den er tatsächlich seit Januar gesehen hat. Im Allgemeinen liegen die Erwartungen im aktuellen Monat recht hoch, denn der April war historisch immer einer der besten Monate für den Bitcoin-Kurs. Ebenfalls kam hier noch eine Umfrage von CoinMarketCap mit rein. Diese kommt tatsächlich nicht von einem einzelnen Analysten oder so, sondern von der Gesamtanzahl der Mitglieder, die hier bei der Abstimmung teilgenommen haben. Insgesamt waren es 55.000 Anleger, die hier ihre Prognosen zum Bitcoin abgegeben haben. Die Prognose beläuft sich hierbei auf knapp 51.000 US-Dollar im Bitcoin am Ende des Monats. Tatsächlich lag die Community mit der Prognose des letzten Monats gerade mal 5% höher, als sie tatsächlich eingetroffen ist. Ein Monat später, gegen Ende Mai, Anfang Juni, prognostizierten die Anleger hier einen Kurswert von 43.695 Dollar bis 47.280 Dollar. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum sagst du hier solche Zahlen, beziehungsweise warum gibst du hier eine solche Prognose mit rein, die keinen technischen Hintergrund hat, ganz einfach, tatsächlich sieht man, dass in der Vergangenheit die Abstimmungsprognosen der Community gar nicht so verkehrt waren. Sie haben nämlich eine Genauigkeit von knapp 82%. Das Ganze geht natürlich mit einigen On-Chain-Daten einher. Bereits im gestrigen Video sind wir unter anderem beispielsweise auf die Akkumulation eingegangen, wie viel Bitcoins hier tatsächlich gekauft wurden und wir haben darüber gesprochen, dass diese Akkumulationsperiode möglicherweise bald zu Ende geht. Dazu berichtete Glassnode erst vor wenigen Stunden noch, dass allein in den letzten 30 Tagen knapp 100.000 Bitcoins die Börsen verlassen haben. Wenn wir das Ganze hier uns einfach mal charttechnisch mehr oder weniger anschauen, beziehungsweise auf diesem Graphen von Glassnode, dann sieht man auch tatsächlich, wie signifikant das ist. Wir sehen quasi fast nur Börsenabflüsse. Unter anderem hat natürlich beispielsweise auch die europäische Regierung dazu beigetragen, die den Leuten immer mehr vermittelt, passt auf, wir kontrollieren euch bald noch mehr. Das On-Chain-Datenanalyseunternehmen Glassnode merkte zudem noch an, das Abflussvolumen der Bitcoin-Börse erreicht kürzlich eine Rate von 96.200 BTC pro Monat. Aggregierte
Devisenabflüsse dieser Größenordnung wurden in der Geschichte nur bei wenigen Gelegenheiten verzeichnet. Die meisten nach der Liquiditätskrise im März 2020. Ihr wisst, kurz darauf ging es steil bergauf. Darüber hinaus verzeichnete das Flaggschiff einen deutlichen Anstieg im Benutzerwachstum. Wir sehen also, dass auf der anderen Seite immer mehr Bitcoin-Wallets hier erstellt werden, die natürlich auch weitere Bitcoins für sich akkumulieren. Die Akkumulation geht exponentiell weiter, wie wir es uns übrigens auch später bei Cardano anschauen können. Eine der Gründe, warum so viel Bitcoins im letzten Monat von den Börsen abgeflossen wurde, ist selbstverständlich die Luna Foundation, die sich zum Ziel gesetzt hat, 10 Milliarden US-Dollar in den Bitcoin zu investieren und somit das wohl stärkste Krypto-Projekt überhaupt aufzubauen. Sie haben bereits schon vor einigen Tagen damit begonnen, Bitcoins zu akkumulieren. Zum aktuellen Zeitpunkt halten sie knapp 30.000 Stück. Der Analyst Pomp teilte hierzu auf Twitter die Worte: Terra kauft etwa 300% der täglich eingehenden Bitcoins. Also sie kaufen deutlich mehr von den Börsen ab, als zu den Börsen geschickt werden. Es ist einfach nicht genug Bitcoin verfügbar, um die Nachfrage zu befriedigen. Dementsprechend kommen wir hier tatsächlich in einen Liquiditätsengpass. Das könnte unter anderem der Grund dafür sein, dass die Luna Foundation in den letzten Tagen keine weiteren Käufe mehr getätigt hat. Ich habe euch einfach mal die Glassnode-Grafik von der Wallet mit reingebracht. Hier sieht man, in den letzten 4 bis 5 Tagen gab es tatsächlich keine weiteren, zumindest keine offiziell weiteren Käufe, obwohl die Luna Foundation über weitere 800 Millionen US-Dollar verfügt, die sie tendenziell in den Bitcoin investieren können. Die Liquidität könnte eben einer der Gründe sein. Sollten sie ihre Käufe hier weiter tätigen, sobald es möglich ist, dann könnte es natürlich zu einem extremen Liquiditätsschock führen, der meistens dann logischerweise in aufsteigenden Preisen endet. Denn natürlich, je weniger Angebot wir haben, desto höher steigt der Preis bei gleichbleibender oder sogar stärkerer Nachfrage. Doch auch die Altcoins sahen in den letzten Tagen hier einen wunderbaren Anstieg. Es gab natürlich einzelne Ausreißer und viele Projekte, die hier tatsächlich sehr gute Prozente nach oben gestiegen sind. Das Ganze wurde von der Kryptoanalyseplattform Coinalyze unter die Lupe genommen und sie sagten, dass das kombinierte offene Interesse und Volumen auf den Märkten für Altcoin-Derivate zum ersten Mal seit über einem Jahr das von Bitcoin übertroffen hat. Das ist ihrer Meinung nach ein offener Hinweis darauf, dass die Altcoin-Season jetzt tatsächlich hier sein könnte. Hierzu teilten sie auch Graphen auf Twitter, die das Ganze noch einmal unterstützten. Wie bereits gesagt, wie all meine Quellenangaben sind natürlich auch diese in der Videobeschreibung verlinkt. Der Gründer der Plattform sagte zudem noch, könnte Altcoin-Season bedeuten, Geld fließt jetzt in die Alts. Man sieht offensichtlich, dass gerade die Risikobereitschaft der Anleger in den letzten paar Tagen und Wochen wieder stärker zugenommen hat, nachdem sie, wie vorhin angesprochen, Mitte November letzten Jahres deutlich abgenommen hat. Trotzdem sollte man Bitcoin natürlich nicht aus dem Rampenlicht nehmen, denn er gibt selbstverständlich auch zum aktuellen Zeitpunkt immer noch den Takt im Markt vor. Der Analyst sagte zudem noch, auf der anderen Seite macht das BTC ziemlich stabil, weil es nicht zu stark gehebelt ist. Es ist ein guter Boden für Bitcoin, erklärte er. Und somit kommen wir auch schon auf einige Altcoins zu sprechen, die hier tatsächlich sehr interessante Bewegungen hingelegt haben. Beginnen tun wir, und Freunde, wir haben es bereits in der Vergangenheit des Öfteren angesprochen, mit Shiba Inu. Denn der drittgrößte Ethereum-Wahl hat tatsächlich wieder einmal zugeschlagen und am Wochenende 86 Milliarden SHIB-Token für einen Wert von umgerechnet 2,3 Millionen US-Dollar akkumuliert. Damit liegen zum aktuellen Zeitpunkt schon 2 Billionen SHIB-Token in seiner Wallet, die einen aktuellen Gegenwert von knapp 49 Millionen US-Dollar widerspiegeln. Insgesamt hält die Wallet einen Token-Wert von knapp 3,5 Milliarden US-Dollar. Warum teile ich das mit euch? Ich finde es einfach interessant, dass echt die größten Ethereum-Wale hier Shiba-Tokens ohne Ende akkumulieren. Ich persönlich bin kein riesen Shiba Inu-Fan, bin ich ganz ehrlich, weil einfach zu wenig Use Case hier im Projekt drin steckt. Trotzdem habe ich ja, wie letzte Woche beschrieben, mein Trading-Bot auf Shiba Inu eingestellt. Ich bin gespannt, in welche Richtung das hier noch laufen wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr selber ein Shiba-Investor seid oder die Finger davon haltet. Kommen wir an dieser Stelle zu Terra bzw. zu Luna zu sprechen, wie wir es bereits vorhin im Video schon getan haben. Denn der Kurs des Luna-Tokens hat tatsächlich ein neues All-Time-High erreicht. Knapp 117 US-Dollar standen hier an der Spitze. Damit ist die Kryptowährung tatsächlich sogar einen weiteren Platz nach oben gerutscht, wenn man nach Marktkapitalisierung geht, und hat mal eben den XRP-Token hier vom Thron gedrückt. Interessante Informationen zu Ethereum dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. So möchte ich euch einmal mitteilen, dass zum aktuellen Zeitpunkt schon mehr als 11 Millionen Ether hier im Deposit-Contract von Ethereum 2.0 gelockt sind. Ich habe bereits vor einigen Tagen ein ausführliches Video zu Ethereum
Ethereum 2.0 gemacht, für all die Leute von euch, die es interessiert. Zum aktuellen Zeitpunkt beläuft sich der Wert der Ether, die hier in dem Kontrakt weggesperrt wurden, tatsächlich auf einen Wert von knapp 38 Milliarden US-Dollar. Glassnode sagte zudem, dass die Beacon Chain insgesamt zum aktuellen Zeitpunkt schon mehr als 346.000 Validatoren hat, was natürlich auf jeden Fall gigantisch ist. Doch auch bei Cardano tut sich gerade Gigantisches im Hintergrund. Auch wenn man es vielleicht an der Kryptowährung bzw. ihrem Wert nicht unbedingt sieht, so hat sich Cardano im aktuellen Jahr schon sehr, sehr gut entwickelt, gerade wenn man auf die On-Chain-Daten und auf das schaut, was hier im Hintergrund passiert. Genau das, was ihr übrigens als Investoren tun sollt. Ihr solltet nicht nur auf den Chart schauen, sondern selbstverständlich auch, was das Projekt im Hintergrund tut. Denn tatsächlich hat sich Cardano im aktuellen Jahr nicht wirklich positiv entwickelt und viele von euch, ich höre es immer wieder, sind mega genervt vom ADA-Token. Tatsächlich gibt es allerdings gute Informationen, eine interessante Information, die jetzt nicht unbedingt groß zum langfristigen Wachstum beitragen wird, die ich trotzdem ganz interessant fand, ist, dass Snoop Dogg tatsächlich jetzt seine erste NFT-Kollektion auch auf Cardano gestartet hat. Zuvor hatte er seine NFT-Kollektion hier nur auf Ethereum rausgebracht, jetzt hat er sich unter anderem für Cardano entschieden. Das, was meiner Meinung nach deutlich interessanter ist, ist das großvolumige Transaktionsvolumen bei Cardano. Es geht hierbei um das sogenannte LTV und bezieht sich auf das aggregierte Volumen von Einzeltransaktionen, die einen Wert von 100.000 US-Dollar oder mehr überschreiten. Es ist davon auszugehen, dass diese Transaktionen hauptsächlich von Institutionellen getätigt werden und diese haben halt aktuell einen neuen Höchststand erreicht und das auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Seit dem 1. Januar ist das LTV von etwa 1,35 Milliarden ADA pro Tag auf ganze 69 Milliarden ADA im Wert von knapp 81,4 Milliarden US-Dollar gestiegen, die am Montag den Besitzer an Cardano wechselten. Es ist eine 51-fache Steigerung, die wir allein in den letzten 3 Monaten gesehen haben, so wie es hier Into the Block auf Twitter veröffentlicht hat. Ebenfalls ist es das höchste Volumen, was seit Mitte 2018 jemals hier verzeichnet wurde. In einem Tweet von letzter Woche sagt das Unternehmen noch zudem, es weist auf eine steigende institutionelle Nachfrage hin. Jetzt werden sich einige von euch wundern, warum erzählt uns diese Nachricht, wenn sie schon ganze 6 Tage alt ist. Freunde, es tut mir leid. Allerdings ist es sehr interessant, wenn man es vor allem auch in Verbindung mit der zweiten Nachricht bringt, die ich euch hier mitgebracht habe. So sehen wir beispielsweise unter anderem, dass nicht nur die Transaktionen der Institutionellen zugenommen haben, sondern auch die Transaktionen der kleineren Investoren. Noch zu Beginn des Jahres gab es in Anführungsstrichen gerade einmal 3,4 Millionen ADA-Adressen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es schon mehr als 5 Millionen und das, obwohl in der Zeit gerade einmal 7 dezentrale Anwendungen hier tatsächlich erschienen sind. Gerade Mitte des Jahres wird es doch mal einen großen Hardfork für Cardano geben, der tatsächlich die Netzwerkstabilität und die Geschwindigkeit deutlich beschleunigen soll. Zudem stellte die Online-Analyse-Plattform Sentiment fest, dass sich das Angebot von High-Whale-Tier-Adressen, das heißt Inhaber, die mehr als 100.000 ADA haben, verlagert hat. Zudem stellte das Analyseunternehmen erst vorhin fest, dass Cardano-Inhaber mit ADA im Wert von zwischen 100 bis 100.000 US-Dollar Rekordhöhen von 16,8 des verfügbaren Angebots erreicht haben. Was ebenfalls letzte Woche abgeschlossen wurde, ist die IOTA-Staking-Periode. Besonders interessant an dieser Stelle fand ich, dass knapp 75% des gesamten IOTA-Coin-Angebots hier tatsächlich genutzt wurde, um es ins Staking zu geben, um daraus resultierend natürlich Shimmer und Assembly-Tokens zu erhalten. In den letzten 90 Tagen hatten die Anleger eben die Möglichkeit, ihre IOTA-Tokens hier ins Staking zu geben, um Shimmer und Assembly zu erhalten. Ich habe damals auch ein Video darüber gemacht. Die Shimmer-Tokens wurden hierbei direkt nach den 90 Tagen an die Händler bzw. an die Investoren rausgegeben. Bei den Assembly-Tokens sieht es etwas anders aus. Dort startet schon bald die nächste Staking-Möglichkeit, um weitere Assembly-Tokens hier zu erhalten. Falls ihr euch dafür interessiert, was man ansonsten mit den Tokens aktuell machen kann, bzw. was hier die nächsten Pläne von IOTA sind, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Fakt ist, wundert euch nicht, diese Tokens sind aktuell noch nicht auf öffentlichen Börsen gelistet und handelbar. Dementsprechend gibt es auch noch keinen Kurs oder Wert. So etwas wird dann in Zukunft höchstwahrscheinlich noch auf uns warten. An dieser Stelle möchte ich das Video allerdings auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Und wie bereits gesagt, abonniert diesen Kanal super gerne kostenfrei, um in Zukunft keine News und Marktupdates mehr zu verpassen. Das war's von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns im morgigen Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.